Gute Gründe, den Sport in diesem Jahr auch wieder in Hessen mit einem Fest zu begehen und vor allem auch zu feiern. Die Wertschätzung für die Sportlerinnen und Sportler und natürlich für diejenigen, die im Ehrenamt den Sport möglich machen, das sind die hinter den Kulissen und denen sagen wir heute Abend Danke. Weil Sport einfach gut ist für die Gesellschaft, für die Menschen. Das Solidarische und das Erleben, dass man ein gemeinsames Ziel verfolgt, das tut gut und das meistens in einer friedlichen Atmosphäre. Das sollten Kinder schon lernen und wir Erwachsenen leben. Es geht darum, dass Sport für unglaublich viele Menschen einfach ein schönes Hobby ist und dazu auch noch was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet. Sport verbindet, leistet eine Menge für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, ist Ehrenamt pur und deswegen verdient er aus der Politik die vollste Unterstützung. Sport verbindet innerhalb der Gesellschaft. Mir macht dieser Abend immer unheimlich viel Spaß und es gilt, die Sportler auch einmal in den Mittelpunkt zu stellen und zu ehren und das tun wir heute. Und es ist wunderbar, dass Ehrenamtler solche hervorragenden Erfolge haben. Das sehen wir bei Olympia und bei anderen Themen. Weil gerade jetzt nach Corona ganz viele, vor allem Kinder und Jugendliche, ganz dringend Bewegung brauchen, nach draußen kommen müssen, sich wieder sehen müssen, in Kontakt kommen müssen. Und weil der Sport verbindet und insofern die gesamte Vielfalt des Sports und auch unserer Gesellschaft sichtbar wird, die man heute hier auch im Hessischen Landtag erleben kann.